Eins, zwei oder drei. Hollerö, Freunde, willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Super Mario O's Odyssey, ich weiß nicht, ich habe die Kiste auch gerade nicht hier liegen und wenn ich aufstehe, dann verdraddel ich mich hier. Denn ich habe jetzt beide Hände voll mit diesen Gamepads, ne? Das ist auch beides angebunden und ich fühle mich irgendwie schlecht. Ich weiß nicht, damals bei der Wii musste man nur eine Hand in so eine Schlaufe legen und ich fühle mich jetzt gerade wie so Semi-Bondage-Theater, aber ist egal, wir gehen jetzt hier in die Mr. Hattie-Höhle rein. Achso, wir mussten ihn ja dagegen werfen. Booms! Speichervorgang. Ach, wie schön. Das heißt immer, dass man was erreicht hat. Im Inneren des Hutturms. Ach, das sieht wieder nach Arbeit aus hier. Warte mal, kann ich das nicht? Okay. Ja, da ist nur noch einer drin gewesen, aber ist egal. Frögüß. Okay. Ein Glück ist das nicht Eis. What the fuck? Nick, this is weird. Sind doch Frösche lutschen. Macht der Sonne Verwandlung dann eigentlich immer durch? Du hast einen Frosch gekapert. Gekapert? Das ist so ein schönes Wortspiel. Ach, guck mal. Uiuiui. Hilfe! Das ist zu viel. Oh, das ist echt zu viel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich versuche es, aber es. Was? Ach, die kriegen wir dann automatisch. Das ist nicht schlecht. Ach, wir können damit auch schwimmen. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, wie hau ich die um? Das ist irgendwie nicht... Warte mal, L und Spring, Spring, Hilfe! Oh! Nur Spring ist mir zu wenig. Ach, der springt auch automatisch über die Dinger. Ja, ist okay. Ich okay. Hat es mir irgendwas gebracht, dass ich im letzten Part alle von diesen komischen Hüten aktiviert habe? Nee, ne? Das bringt gar nichts. Ich habe irgendwie nur mal gelesen, gehört, Freaky hat's getwittert, dass man diese komischen Hüte für irgendwas braucht und ich dachte, ich würde die schon fleißig sammeln, habe ich aber nicht. Trugschluss, ist okay. Erstmal richtig Plus machen hier. Und jetzt Flachkörper. Bäh. Ah. Ich habe ja meiner Meinung nach, ich habe schlechte Erfahrungen mit Mario-Spielen gemacht. So, dieses eine für Wii U, das war auch meiner Meinung nach mega schlecht. Also das mit diesen Katzen da, also, mal ehrlich. Da haben die es halt übertrieben, ne? Haben irgendwelche Fehler gemacht. Also, nee. Kann man sich auch nicht ausdenken. Also, ich fand's nicht gut. Ich fand's wirklich nicht gut. Mag ja jeder anders sehen, aber ich meine, es ist meine Meinung. Ich darf auch Sachen mal nicht gut finden. Ich finde so viele Sachen gut. Und dann darf ich auch mal sagen, nö, heute nicht. So, wie kriege ich denn die Mütze jetzt ab? Muss ich die jetzt abschälen von meinem Kopf? Ach so, ZL, welcher davon ist es denn? Der da. Aber dann kann ich wieder auf Froschmodus wechseln, ne? Das geht. Das geht. Kein Thema. So. Ach ja, Königstrompete hier. Geiler Scheiß, jetzt habe ich doppelt so viel Energie. Das heißt, ich kann 6-mal getroffen werden von einfachen Fritzen hier. Hier, okay. Ist in Ordnung. Mich beschleicht gerade ein sehr böses Omen. Und dieses Omen möchte ich nicht bestätigt wissen. So, jetzt geht das mit der Verwandlung auch schneller. Wahrscheinlich hat Mario jedes Mal diesen komischen Psilocybin-Trip da, aber das ist mir egal. Er hat sich ja freiwillig dazu gemeldet, dieses Spiel durchzuspielen. Aber ich versuche jetzt hier oben nochmal was zu machen. Gibt's hier noch was? Nö, ne? Schade. Aber man muss es mal versucht haben. Ach komm, geh durch die Tür. Fein. Fein, fein, fein. So. Hallo. Da gibt's nur 1 Euro, ne? Aber wie wichtig sind denn die Euros? Ja, okay, wenn ich die Information von euch habe, habe ich es wahrscheinlich selber schon gemerkt. Ob wir uns lieber irgendwo verstecken sollten? Vielleicht sollten wir uns aus dem Staub machen. Oh, witzig, weil hier alles auch aus Staub besteht. Ich hoffe, meine Freundin da unten auf dem Platz ist wohl auf. Was passiert, wenn ich hier runterspringe? Komm.
Langweilig. Ich dachte, er stirbt jetzt. Er bricht sich irgendwie die Haxen oder so. Jetzt dachte ich. Ich höre eine entfernte Melodie. Kann sein, dass sie entweder aus diesem Spiel weit weg ist oder aus dem Wohnzimmer, wo die Katze Supernatural guckt. Kann sein. Ich kann vor lauter Angst nicht mal den kleinen Finger rühren. Wer hat das angerichtet? Kannst du sich irgendwie helfen? Manche Tage laufen eben und einfach nur so lala. Augen zu und durch. Dieses Buser-Ungeheuer hat alles entstört. Buser. Ach, guck mal, was ist hier denn? Hutturm. Ach, genau. Yay! Ich finde einfach, zu Mario gehört Sammeln dazu. Also zumindest zu diesen 3D-Marios. Und deswegen damals so Back to the Roots auf Super Mario Bros. Zu gehen, war meiner Meinung nach ein Schritt in die falsche Richtung. Denn Mario 64, Mario Sunshine, die waren doch einfach... Das sind Legenden. Da, du kannst doch nicht einfach eine Legende nicht mehr machen. Ich meine, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, ne? Aber eigentlich nicht. Der echte Mix hat nur Höhen und keine Tiefen. Was seid ihr denn? Der Bowser-Chef hatte recht, als er sagte, ein schnurrbärtiger Geselle würde sich in unsere Vorbereitungen einmischen. Ihr seht echt schön aus, ne? Vor allen Dingen der Schlendrian da hinten rechts, ne? Der hat doch irgendwie die Moves. Könnte genauso bei Aristocats allesamt mitmachen. Wir sollten uns wohl mal vorstellen. Er nennt uns die Brudels, unseres Zeichens Hochzeitsplaner des glücklichen Paares Bowser und Patch. Wir haben den Diademschatz, den wir wollten. Wir können also weiterziehen. Vorher müssen wir allerdings noch diese Störenfriede aus dem Weg räumen. Okay. Ich nehme jeden von euch. Ist mir egal. Okay, 3-Treffer-Regel. Bims, bims. 2 Treffer schon geleistet. Und jetzt einfach hier auf die Fresse. Nee. So, 1. Du Eierkopf. Du kannst mir gar nichts. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, wer jetzt welcher ist. Ist mir aber Wurst auch ein bisschen. Krieg schon irgendwie hin. Böms. Ja genau, der letzte ist es. Ist mir egal. Also ich gehe mal davon aus, dass man diese Lebensenergie nur dann kriegt, wenn man auch Lebensenergie braucht. Sonst gibt es hier Münzen raus. Das ist irgendwie cool. Spiel denkt mit, das finde ich immer toll. Danger, danger. High Voltage. Was? Ach so, er... Ah! Er slidet jetzt hier einfach durch die... Ach, das ist ja schön. Das sind so viele Dinge, die man so zur Hälfte versteht, aber nicht ganz, aber das reicht dann. Reicht eigentlich, voll und ganz. Oh, Kaskadenland, Fossilfälle, das sieht schön aus. Cool! Leitung hinter uns abgeknippt, das heißt, wir kommen hier nie wieder weg. Unser erster Powermond. Ja, Powermond! Gib! Was für ein Trip, aber hey, wir haben es in einem Stück ins Kaskadenland geschafft. Ich bin noch ganz elektrisiert vom Kapern der Stromleitungen, abgedrehtes Gefühl. In dieser Gegend soll sich ein altes Luftschiff befinden, los suchen wir es. Kapern, also das ist schon Boss-Move, also die Übersetzung kann alles. Die schlägt sogar fast die Holoreux-Variante von Claude Moas von damals. So, 3 von 50. Das ist eine ganze Menge. Dinosaur Land! Okay, was ist mit ihm? Hallo? Ach so. Ja. Ah, so geht's. Hätte ich auch denken können, ne? Du musst so eine Mütze gegenwerfen. Oh Gott, nee. Kriege ich eigentlich immer meine Rettung oder ist dann sofort manchmal Sense, wenn ich irgendwo runterfall? Ach genau, so lesen wir. Reisetipp, Mützen-Zielwurf.
Wirf deine Kopfbedeckung und schüttle den Joy-Controller dann erneut, um einen Münzenzielwurf auszuführen. Deine Kopfbedeckung fliegt zum nächstgelegenen Ziel. Das ist super praktisch, wenn du kein Zielwasser getrunken hast. Ah, warte, dann mach ich jetzt Igelbashung. Ah, da muss ich ja wirklich shaken. Oh, das ist cool. Au! Junge, ich lerne gerade noch. Oh. Ob ich mich jemals daran gewöhnen werde, hier mit zwei Joy-Cons zu spielen? Ich weiß es nicht. Ich bin ja eher so ein Typ, der beide Hände braucht bei sowas. Weiß auch nicht. Klingt jetzt wieder falsch. Ich weiß. War da irgend so ein 8-Bit-Fritze, der da rausgeflogen ist? Gib mir den. Aha. Einmal geflasht und dann gibt's keine Punkte mehr. Oh Gott, jetzt ist hier natürlich richtige Party angesagt. Ah, guck mal an. Hin kommen sie alle. Scheiße, muss ich jetzt... Ach, okay. Ich dachte, die wären in einer Reihe. Das wäre natürlich ganz unglücklich geworden. So, den versuchen wir jetzt irgendwie mal zu befreien hier. Ist immer eine gute Idee. Kettenhund befreien macht immer Spaß. So, versuch mal einfach hier... Warte, das ist doch bestimmt eine gute Idee hier. Bang, dagegen. Wems! Ach so, nee, der macht nur die Sachen kaputt. Und die helfen uns dann. Ach du Scheiße. Drücke L in die Gegenrichtung und lass dann los. Ah, so. Oh ja. Ich wollte schon immer mal einen Kettenhund spielen. Jetzt ist der Tag gekommen. Und man sieht sogar, wo der hinfliegt. Oh, das ist so schön. Hauptsache Sachen kaputt machen. Interessiert mich nicht wie, aber ist egal. Das heißt, da muss ich ja nicht mehr gucken, ob das hier alles klappt oder ob ich jetzt im Weg stehe oder nicht. Ich nehme den einfach mit und mache mir dann einen schönen Tag. Das ist doch gut. Digga, du hast heute Probleme. Ein Mond für dich. Unser erster Powermond. 17.10.2017 Selfie gemacht. Klippo. Wie schön. Ach Mensch. Und dann fällt das Ding um. Multimond hoch über dem Wasserfall. Das sieht aus, als wenn wir dafür auch arbeiten müssten. Die dicke Trusnelda mit dem Superkettenhund macht das bestimmt nicht für lau. Oh, wir haben einen Power Mode gefunden. Mit diesem Mond. Das sieht aus wie so eine Banane da in dem Emblem, ne? Mit diesen Bananen können wir unser Luftschiff antreiben. Hast du jemals so etwas gesehen? Jetzt weiß ich auch, warum die Bananen bei Donkey Kong immer so besonders und wertvoll waren. Das waren eigentlich Monde, so. Haben wir es geklärt. Ich gehe jetzt erstmal schwimmen. Der Completionist in mir will, dass ich hier lang gehe. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, aber es scheint ja doch gar nicht mal so schlecht zu sein. So, was ist hier? Warum hängt denn hier ein leerer Bilderrahmen? Weiß ich nicht. Aber ist so eine Zukunfts-Maddie-Geschichte. Ah. B ist schwimmen. Das ist nicht schwimmen, das springen. Verarsch mich hier. Ach so, wenn ich hier... Ah, okay, wenn ich hier kurz vorm Abnippeln bin, ne? Oh. Dann ist natürlich schwimmen angesagt. Rauf mit dir, Mario. Oh Gott, deine Luft. Ich versuche jetzt erstmal hier lang zu gehen. Ah! Mutti! So eine irrationale Angst ist auch so ein Wasserfall, ne? Aber ist okay. Ihr habt mir so viel gegeben. Was passiert jetzt? Bin ich jetzt komplett tot? Ach, ich krieg 5 Euro abgezogen und darf dann weitermachen. Wie ist denn jetzt mit den lila Dingern? 2 Spieler geht auch. Wie soll denn da 2 Spieler... Eieiei! Herr Kapitän. Wie soll denn da 2 Spieler gehen? Kann ich das mitnehmen? Ich glaube, ich bin rein nominell einfach nochmal neu ins Level gekommen. Jetzt gucke ich einfach mal, ob die lila Dinger weg sind. Ah ja, das ist gut. Das bedeutet, ich habe daran nichts verpasst. Da hat jemand einen Goomba reingemalt. Ich will den Kettenhund befreien. Ich will den eigenen haben. Ich glaube, wenn man die befreit, sind die dann ganz zahm. Die freuen sich dann darüber. Also wenn man selber derjenige ist, der die da rausgeholt hat. Dann sagen die, jojo, danke schön, Mario. Und dann kommen die mit und sind voll handsam und so weiter. Fressen dann auch nur noch Gemüse und keine Arme mehr. Das ist gut.
Da ist es. Genau hiernach haben wir gesucht. Es ist in einem schlechteren Zustand als ich dachte. Nun ja, es ist auch ein altes Modell, aber es fliegt bestimmt noch. Da ist die globale Tauschstation. Mal sehen, ob wir es in Gang bringen. Wirf mich einfach auf den Globus dort. Ach, das ist... Ach, da unten ist so eine Banane an dem Globus. Seht ihr das? Die Odyssee benötigt noch 5. Ah. Das ist ja geil. Und dann muss ich das hier aufladen und dann geht das... Was? Sie rührt sich nicht? Sie braucht wohl noch mehr Energie. Meinst du, es gibt hier noch weitere Monde? Ja, ich glaube schon. Und zwar genau da drin. Ach, das Geld, was da rauskommt. Ich dachte, das wäre so ein 8-Bit-Emblem gewesen gerade. Nee, das ist nur normales Geld. Ja, nicht für Kohle. Für Kohle mache ich nichts hier. Das ist mir ein bisschen... Ich will mich auch nicht unter Wert verkaufen, ne? So. Gut. Die Kohle ist jetzt gegessen, verbrannt, verraucht. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Macht es gut. Und ich danke jetzt nochmal für jede positive Bewertung, die ihr mir da lasst. Das finde ich immer so schön und freue ich mich. Weiß nicht, dann lächle ich immer und denke, ja, das gibt noch jemand, der uns mag. Wie schön. Ja gut. Also, wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut, Leute. Tschüssi.